Und damit willkommen zu Wie und Warum zähme ich einen Rhinionata. Zum Anlass der 20. Folge zähmen wir heute dieses Rieseninsekt. Zuerst müssen wir eines finden. Das kann ziemlich lange dauern. Alarm! Bereite dich auf einen ernstzunehmenden Gegner vor. Dieses fliegende Ungetüm wütet aggressiv umher und tötet alles, was sich in seiner Nähe befindet. Auch wenn man seinem Fernangriff leicht ausweichen kann, solltest du dich vor seinem Nahkampf in Acht nehmen. Oh. Oh fuck! Er ist schnell und macht viel Schaden. Na, hast du immer noch Lust einzuzähmen? Ein Rhinionata hat seine eigene, ganz besondere Zähmethode. Mit Betäubung hast du keinen Erfolg. Und mit der Hand füttern geht tödlich aus. Um dennoch einen zu erhalten, benötigt es 3 Schritte. Schritt 1. Du musst ein Männchen finden und töten. Beim Plündern der Leiche erhältst du seine Pheromone. Schritt 2. Du brauchst einen gezähmten Dino mit einem Widerstandsgewicht von 300 oder mehr. Zum Beispiel ein Triceratops. Schritt 3. Du musst ein Weibchen finden und deinen Dino mit den Pheromonen füttern. Nun kommt der schwere Part. Das Weibchen muss nun auf unter 10% seiner Leben geschwächt werden. Dann wird es ein befruchtetes Ei in deinen Dino legen. Ganz einfach, oder? Jetzt bist du vielleicht an einem Punkt im Spiel, an welchem du noch keine krasse Ausrüstung hast. Für diesen Fall habe ich ein paar Tipps. Das Rieseninsekt hat eine niedrige Benommenheit. Wenige Schüsse mit Betäubungspfeilen reichen meist aus. Du kannst auch versuchen, das Männchen auf andere starke Lebewesen zu hetzen. Da kann ganz sicher nichts schiefgehen. Bedenke jedoch, dass die meisten mit seinen Fernangriffen überfordert sein werden. Mit beiden Möglichkeiten erhältst du schnell die Pheromone. Gar kein Problem gewesen. Nun geht es an das Schwächen eines Weibchens. What the fuck? Ich will den nicht schwächen, der ist super stark. Level deinen Dino auf maximale Leben und der Rest passiert quasi von selbst. Sei dir jedoch sicher, dass dein Dino davor die guten Pheromone geschluckt hat. Zu sehen an der Aura. Wenn alles nach Plan läuft, passiert das. Triceratops, das hast du super gemacht. Nach einer Inkubationszeit heißt es leider: Danke, dass du es mit mir zusammen geschafft hast, diesen Triceratops. Abschied nehmen. Um einen Rhinionata zu erhalten, musst du einen Dino opfern. Wir haben ihn. Ein guter Name ist wichtig. Ein Tipp noch. Vermeide Dinos mit einem hohen Angriffswert. Sie töten zu oft das Weibchen, anstatt es auf die 10% zu schwächen. Außerdem solltest du einen infizierten Dino nicht in eine Kapsel packen. Außer du willst ihn vom Ei befreien. Die Aufzucht ist ganz einfach. Fressen rein und warten. Sehr, sehr lange warten. Mit Level 90 kannst du seinen Sattel herstellen. Davor dient er als Beschützer. Kommen wir zu den ganzen Fähigkeiten. Für alle Aktionen, die er ausführen kann, benötigt er Harz aus den Redwoods. Er produziert selbstständig sein Resin daraus. Beim Reiten haben wir unten nun eine Anzeige der ausgewählten Munition und daneben die verfügbare Menge an Resin. Es gibt 3 verschiedene Schüsse. Die Nadel. Eine schnell feuernde Harznadel, welche 75 Schaden verursacht und ein Harz pro Schuss verbraucht. Die Rakete. Eine Harzkugel, welche 150 Schaden verursacht und 3 Harz kostet. Die Besonderheit hierbei: Halte den Angriffsknopf gedrückt, um eine zielsuchende Rakete abzufeuern. Außerdem verursacht dieser Schuss den Harz-Debuff, welcher den Gegner bewegungsunfähig macht, sobald die Leiste gefüllt ist. Die Haftbombe. Ein schweres Projektil, welches 300 Schaden verursacht und 5 Harz verbraucht. Es erzeugt am Boden eine Harzpfütze, welche dauerhaft bei Kontakt Schaden erzeugt und den Harz-Debuff verursacht. Ist ein Gegner ein wenig mit Harz bedeckt, kann auch die Nadel den Debuff ausführen. Durch die Erhöhung des Schadens kannst du zwar deinen Nahkampf maximieren, es hat jedoch keine Auswirkung auf die Projektile. Der Helikopter unter den Insekten kann viele Dinos hochheben. Nur die schwersten nicht. Schau mal, wie er sich freut. Du kannst sogar Strukturen aufheben und umplatzieren. Wofür das nötig ist? Angenommen, du hast einen Tresor voll mit schweren Items.
Problemlos kannst du ihn anheben und umsiedeln. Zum Beispiel, wenn du eine andere Base gebaut hast. Du kannst natürlich auch die wertvollen Besitztümer deiner Freunde und oder Feinde klauen. Aber das wäre gemein. An einem neuen Ort kannst du nun das Objekt wieder aufstellen und sogar nach Belieben drehen. Der Inhalt bleibt bestehen. Aber Vorsicht! Geht dir unterwegs die Ausdauer aus, wird die Struktur zerstört. Den Inhalt mit seinem ganzen Gewicht bleibt am Boden. Das Rieseninsekt beherrscht zudem noch einen Schrei, den es alle 30 Sekunden anwenden kann. Mit ihm kannst du große Kreaturen vertreiben und dennoch im Dauerbeschuss vernichten. Als sei das noch nicht genug, kann es sich mit einer Harzrüstung umgeben. Die Rüstung kostet ein Harz alle 30 Sekunden und reduziert den Schaden um 40%. Eine Kleinigkeit kann er noch. Solltest du über dem Meer sein und dir geht die Ausdauer flöten? Kein Problem. Natürlich kann er auf dem Wasser landen und wie gewohnt Ausdauer regenerieren. Du kannst nach Belieben wieder abheben und landen. Und ja, natürlich auch tauchen. Wieso auch nicht? Solltest du bei all den Funktionen die Übersicht über die Steuerung verlieren, ist das kein Problem. Für gewöhnlich steht alles in der unteren linken Ecke. Eine kleine Besonderheit gibt es noch. Es ist nicht möglich, ihn zu züchten. Diese Funktion fehlt im Auswahlmenü. Du erhältst nur durch ein wildes Weibchen und ein Opfer deinerseits ein Rinionata. Und an diesem Punkt danke für eure Unterstützung. Nun bist auch du ein Experte und weißt, wie und warum du einen Rinionata zähmen solltest. Für mehr solcher Videos gibt es hier drüben eine Playlist. Du kannst mir auch gerne ein Abo dalassen